Reiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Egal. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Ehrlich. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Krieg. Hast du Weisheit zu teilen oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen. Sicher immer noch zu wenig Kohle, oder? Ernterache. Wie schwer ist es eigentlich zu lesen? Tane hat dir einen neuen Move gezeigt. Ernterache. Dieser soll dir auf deinen Reisen helfen. Weitere Moves kannst du erwerben, indem du seine Trainingsoption anwählst. Benutze Ernterache durch Drücken von RB vorwärts ausweichen. Und X, okay. Okay. Also man muss schon vorwärts ausweichen und dann. Ein schlechtes Omen. Unsere größte Hoffnung. Ja, ich bin ein schlechtes Omen und doch die größte Hoffnung. Das ist nicht die Zwiespältigkeit. So. Interessant, da kann ich also mich nur kurz festhalten. Cool, langsam kann man hier diese Dungeon ein bisschen genauer untersuchen, so wie es aussieht. Wie es aussieht, sehen die auch ganz geil aus. Haha, freue mich schon drauf. Ich freue mich drauf, hier durchzureiten, durchzulaufen, durchzusuchen. Es hat ja auch viel von Zelda, diese Dungeon. Ah, diese Art der Dungeons und so weiter und so fort. Gut, Y-Tiefer. Fährmanns Münzen können beim Händler wohl gegen besondere Waffen eingetauscht werden. Okay, cool. Y-Tauchen. Ah, auftauchen. Schön, dass das so wundervoll geglänzt hat. Sonst hätte ich es nicht gesehen. Ich schätze mal, dass es da unten weitergeht, weshalb ich jetzt hier oben bin. Weil ich das nicht auslassen werde. Okay, da kann man einfach eine Abkürzung wieder rauf machen. Oh. Verstehe. Die Abkürzung ist deshalb, weil man nicht mehr raufkommt vom Wasser dort vorne. Da wieder im Kreis laufen muss. Gut. Tot. Tot, du coole Sauce. Zack. Gut. Gut, gut, gut. Dann schauen wir mal, dass wir mehr Kohle bekommen, mehr Leute. Unsere Ghule beschwören. Mal, weil wir es können. Ekliges, riesiges Auge. Okay. Juhu! Verzweiflung, du cooles Pferd. Die erste riesige Fläche. Das erste, dieses Auge. Riesig viel zu untersuchen. Wir gehen mal auf die Karte. Steinvaterstal. Okay, es ist leider gar nichts angezeichnet. Drei Stein. Okay. Trainer einfache Moves. Schlangenfolie, Rüstung und Waffen. Talisman und Verbrauchsgegenstände. Gut. Talisman und Verbrauchsgegenstände habe ich auch nicht nachgesehen. Ziehen wir mal danach vor. Irgendwie
würde ich gerne aufhören und dann aber, wenn ich das Spiel so spiele, auch wieder gar nicht. Davon ist wieder so ein grünes Teil, dass man für spezielle Waffen eintauchen kann oder mächtige Waffen. Ich weiß es schwer nicht mehr. Gut, aber da, ich schätze mal, dass das Tor öffnet sich erst später. Es wirkt sehr offen, die Welt. Und das lässt uns erst irgendwann sehr viel später durch. Das wirkt schon so böse, dieses Auge. Okay. Wir haben wieder so ein grünes Ding, das wir mitnehmen. Das ist ganz was Neues, Seite des Buchs der Toten. Eine Seite aus dem Buch der Toten sammelt 10 Stück davon, um ein Kapitel zusammenzubekommen, das dann an Vulgrim verkauft werden kann. Okay. Ich brauche mehr Zahn. Vielleicht mache ich noch fertig vom Pferd runter. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? So geht's halt doch schneller und besser. So. Gut, gut, gut. Jetzt schauen wir mal, wohin uns dieser Weg führt. Finde ich ja sehr geil, wie es jetzt das Spiel, ehrlich gesagt. Das gefällt mir sehr gut. Trifft genau meinen Geschmack wieder. Wie das erste Darksiders, wie God of War, Devil May Cry oder ähnliches. Hier kommen wir also ins nächste Gebiet. Und ich merke, er speichert gerade. Vielleicht sehen wir noch irgendwie. Das ist doch ein schönes Bild. Mit dem Bild verabschiede ich mich. Das ist gut. So, dann sage ich ciao. Speichern. So, und ciao. Ich beende jetzt die Aufnahme und sag mal bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, Leute. So, Leute, hallo, herzlich willkommen. Grüß euch. Es gibt immer, wenn man das Spiel neu ladet, so eine kurze Zusammenfassung, was man bis jetzt gemacht hat. Das wusste ich nicht. Deshalb tut mir das leid, dass ihr das nicht gesehen habt. Wir setzen genau da an, wo ich aufgehört habe, und zwar gestern. Das Spiel ist geil, das spiele ich täglich. Haha, okay. Wir haben aber da drinnen aufgehört. Auf unserem Pferd Verzweiflung. Ich weiß allerdings doch überhaupt nicht, was diese Krähe macht. Würde mich auch mal interessieren. Gut, die Klageklippe, da waren wir. Genau da haben wir aufgehört zu spielen, ne? Das schaut ja eigentlich ganz geil aus. Das werden wir jetzt auch erstmal untersuchen gehen. Komm runter von dem Pferd. Da kriegen wir Kohle. Wir brauchen Kohle, sonst können wir nichts lernen. Uppa. Was ist das? Wo es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Aha. Dann lasst uns den Schlüssel suchen, oder? Okay, mit B stand da gerade, dass man loslassen kann, um tiefere Wege zu erreichen oder zu sterben. Je nachdem, ob man Glück hat oder Pech, ne? Und wir suchen jetzt mal den besagten Schlüssel. Ich denke, dass das so eine Neben-Dungeon ist. Ey, verdammt, den wollte ich nicht runterschmeißen. Okay. Ich denke mal, dass das so ein Nebendungeon ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch irgendwo, wo wir erst später, zu späterer Zeit hin können sollten. Ich würde auch gerne wissen, wie man in diese Truhen kommt. Die da angezeigt waren. Okay. Benötigt Stufe 2, neue Stulpen, wunderbar, freut mich natürlich. Alles was neu ist, ist geil. Okay, da sind wir wieder da. Ja. Und da kann ich vermutlich von hinten hin.
Weshalb ich jetzt erstmal weitermache. Und das, was sowieso ein Rätsel, wo die ist. Ah, wir werden sie schon finden. Irgendwann mal. Hoffentlich. So. Jedenfalls, die Tür ist rot. Ich denke mal, dass wenn sie rot ist, man nicht rein kann. Nein. Auch mit draufprügeln geht dann nichts. Und wenn sie grün ist, kann man sie öffnen. Wunderbar. Irgendwie sind die relativ stark. Au, okay. Die Steuerung zwingt einen beinahe mit zwei Fingern zu spielen, also Zeige und Mittelfinger, was ich nicht besonders gern mag. Da man... Hey. Zorn kostet minus 2%. Das Teil legen wir doch mal an. Weil ich sonst nicht L1 drücken kann, währenddem ich anziele, was mich ein bisschen stört. Also LB kann ich nicht drücken, währenddem ich anziele, da LT anzielen ist. Also die Kamera zentrieren, wenn gerade kein Gegner da ist. Aber normalerweise ist es anziehen. So. Ganz normal Diablo-Style, einfach alles kurz und klein hauen, weil da ja Münzen drin sein könnten. Oder sonstiges Zeugs. Okay, cool. Okay. Ich muss da schneller sein. Ach, verdammt. Gut. Oder gibt es irgendwas, was ich da drauf ziehen kann? Nein. Das heißt einfach... Fuck. Einfach im richtigen Moment. Verdammt. Denn das Teil fährt einerseits sehr weit hoch. Zu weit, um hochzukommen. Andererseits auch sehr schnell runter. Und dann ist es schnell mal zu tief, da noch hochzukommen. Okay. Doppelsprung gibt es ja nicht. Jetzt warten. Komm. Ja. Genauso wollten wir das, ne? Was ist das hier? Das schaut irgendwie verdächtig nach irgendwas Besonderem aus. Vielleicht zeigt es sich noch. Im Hinterkopf behalten auf jeden Fall. Okay. Dort ist irgendwo eine grüne Tür. Oben. Mhm. Hier ist genau das gleiche wie dort. Möglicherweise ein Portal, das sich öffnet. Zu späterer Zeit. Okay. Und hier haben wir, denke ich, die Kiste, die man von außen bereits gesehen hat. Jetzt hole ich mal die Kuhle, weil sonst zu was haben wir sie, ne? Manisch! Sehr gut. Okay, die Kuhle waren ganz cool, sind aber schon wieder weg. Bleiben die nur für einen kurzen Kampf da. Wo habe ich mich jetzt reinmanövriert, bitte? Er klettert da nicht ganz hoch, ne? Ne, 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 ne. Da schon. Obwohl das... Logik pur. So. Balljump to Balljump. Funktioniert also auch. Skelettschlüssel. Diesen verzierten Schlüsseln können in aktuellen Bereich verschlossene Türen geöffnet werden. Drücken Sie Back, um sich die Karte anzusehen und verschlossene Türen Umfeldausschuss zu halten. Okay.